Heute bin ich eingeladen worden zu dem Thema der schwierige Weg geflüchteter Kinder in eine neue Heimat. Bei Refugio bin ich auch im Moment nach wie vor zuständig in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. In der Hauptsache sind bei uns Frauen, wie das glaube ich im sozialen Feld insgesamt üblich ist. Und gerade auch in der Psychotherapie fällt mir auf, also es gibt unglaublich viele Frauen und gar nicht so sehr viele Männer, was ich natürlich schade finde. Also da dürfte es angefangen vom Kindergarten, in der Grundschule und so weiter, dürfte es wirklich überall mehr Männer geben als Identifikationsfiguren. Das ist ja ganz wichtig. Der schwierige Weg geflüchteter Kinder in eine neue Heimat. Zu tun habe ich mit syrischen Kindern sehr viel, die wirklich aus den Kriegsgebieten kommen. Ich erlebe die Traumatisierung dieser Kinder. Ich erlebe die Traumatisierung der Geschwister. Ich erlebe das bei den Eltern ganz genauso. Und da können wir über einzelne Dinge dann wirklich sorgfältig auch heute miteinander sprechen. Wir haben 2 Stunden Zeit. Dann lege ich gleich mal los. So, mein Konzept ist, ich kann einen längeren Input geben. Ich würde Sie aber bitten, dabei schon gleich Fragen zu stellen. Wenn irgendwas irgendwie unklar ist, damit wir einfach im Gespräch sind miteinander. Selbst hatte ich so einen Plan gemacht, am Anfang so einen kurzen Austausch zu machen. Dann eben, dass wir vor allem auch über hilfreiches Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen sprechen können. Ich denke, das ist ganz wichtig. Da habe ich nochmal so ein eigenes Paket auch zum Schluss aufgeschrieben. Aber jetzt würde ich mal anfangen, das so ein bisschen klarzustellen, wie ich das erlebe hier in Deutschland, wie es abläuft, wie die Kinder hier ankommen, wie es ihnen geht, was für Schwierigkeiten sie haben. Zum Beispiel nachher dann auch konkret im Kindergarten, in der Schule, in der Berufsschule. Und da würde ich Sie immer herzlich um Ihre Beiträge bitten, auch, dass wir das ergänzen können. Sie sind ja in einer Art und Weise zum großen Teil sehr erfahrene in diesem Bereich. Unser Verstand ist uns ja gegeben worden, damit wir die Dinge analysieren. Und das ist eine Form der Gliederung, in der man aufteilt, die Traumatisierungen, die im Heimatland geschehen, Traumatisierung während der Flucht und Traumatisierung in Deutschland. Das ist einfach so ein Grundverständnis, das man da ist. Neben dem Verstand ist uns auch das Herz gegeben worden, zum Einfühlen in anderen Menschen, um Mitgefühl zu entwickeln, um Empathie zu haben und das auch zu leben. Das möchte ich jetzt nicht vergessen werden. In dem Heimatland vor allem, also wenn wir an die Syrer denken, der Fluchtgrund oder auch gerade auch an die Afghanen, die einzelnen Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe, kann zum Beispiel ein Verlust der Familie sein. Ich erzähle Ihnen auch konkrete Beispiele. Ein afghanischer Junge kommt von der Schule zurück, 3 Dörfer weiter. Im Nachbardorf erfährt er, dass seine Familie erschossen wurde von den Taliban. Alle wurden umgebracht, die Eltern und die Geschwister. Weil der Vater Dolmetscher bei den Amerikanern war und gesagt hat, das will er nicht ändern. Er will das weitermachen. Das hat für ihn bedeutet, in diesem Nachbardorf noch nicht mal nach Hause gehen zu können, ja, sich sofort auf den Weg der Flucht zu machen. Und die Flucht vom Afghanistan, die geht dann über den Iran, wo er gejobbt hat, um Geld zu haben. Die geht dann über die schwierige Grenze in die Türkei, wo auf sie geschossen wird, wo sehr viele Familien eben auch sich verlieren. Stellen Sie sich vor, die Mutter hat eines der kleinen Kinder an der Hand, der Vater hat vielleicht 2 kleine Kinder. Man flieht, weil geschossen wird, plötzlich findet man sich nicht mehr. Dann geht jeder seinen Weg weiter durch die Türkei. In diesem Fall konkret, dieser junge Mann hat 1 Jahr in Istanbul gearbeitet, hat einen guten Familienanschluss gehabt, hat aber das, was er auch an Kriegsgeschehen vorher schon erlebt hatte, überhaupt nicht verarbeiten können. Das heißt, es ist immer in bestimmten Schwierigkeiten, die wir nachher noch genau darstellen werden. Von dort geht es weiter über Griechenland, Mazedonien. Er, selbstlos wie er ist, nimmt eine Frau noch auf den Rücken und trägt die, weil diese Frau nicht mehr laufen kann. Er bricht sich aber beide Arme. Ja, das wird notdürftig ausgeheilt. Letztlich landet er doch in Deutschland und bei mir dann in der Therapie. Macht mittlerweile eine Ausbildung im 2. Lehrjahr. Ist sozial sehr engagiert. Also arbeitet in der Behindertenhilfe, ist jeden Samstag dort. Und wenn die Ausflüge Ferien haben, ist er dort auch immer mit dabei. Einfach um auch mal zu sagen, was die oft für einen Einsatz bringen, ja, in diesem Land hier. Wie dankbar wir sein dürfen, dass diese Menschen hier sind.
Da fällt mir konkret auch gerade ein, die Gambier, die alle keine Beschäftigungserlaubnis bekommen. Ich finde das so eine Katastrophe, dass man die Intelligenz dieser jungen Leute brach liegen lässt und hier sind die Stellen ohne Ende, ja, wo jeder sofort einen Arbeitsplatz kriegen würde. Also das, so Dinge tun mir einfach weh und dann frage ich mich. Und meine einzige Antwort, ich habe, hier wird ohne Herz gedacht. Ja, das ist nur ein kalter Verstand, der Regeln irgendwie einhalten will und dann müssen die Hunde auch geschoben werden. Gehen wir zurück zu den Traumatisierungen. Ein Beispiel, Verlust der Familie. Krieg, Folter. Ein Mann aus Syrien zum Beispiel, 45 Jahre alt, ist bereits in Libanon geflohen und macht sich auf den Weg zurück, weil er noch zur Mutter, die noch mal treffen will, bevor es nach Deutschland geht. Er wird gefangen genommen und wird 3 Monate aufs Grausamste gefoltert. Stellen Sie sich vor, so ein ganz kleiner Raum, wo 50 Männer drin sind, keine Versorgung im Sinne von, da gibt es Essen oder da gibt es Trinken regelmäßig, einmal am Tag allerhöchstens, keine Toilette da drin. Jeder hat im Grunde nur wie einen Quadratmeter. Da liegen die auf dem kalten Boden, zwischendrin wird geschlagen, es wird sexuell vergewaltigt und, und. Also derartige Beispiele habe ich unendlich viele gehört und erlebt und die sind einfach nur ganz schrecklich. Ja. Was in Kriegen geschieht, wo einem klar werden sollte, Krieg ist für nichts gut, für absolut nichts. Viele junge Männer sind gekommen aus Afghanistan, weil sie keine Taliban sein wollen. Da ist der Imam vom Dorf, der geht dann zur Familie und sagt, du hast 2 ältere Söhne, einer muss für die Taliban kämpfen. Das ist ausgemacht bei uns, das ist wie ein Gesetz. Der will nicht kämpfen oder die Familie sagt, nein, das machen wir nicht. Dann geht die Familie auf den Weg oder die Jugendlichen machen sich auf den Weg. Ich denke, dass das Leben der Eltern anschließend nicht leichter ist. Und ich bekomme dann immer wieder auch mit, diese jungen Männer, wie sie hören im Dorf, wurde der Freund X gerade umgebracht. Ja, die bekannte Y wurde umgebracht, Teile der Familie wurden wieder umgebracht. Und das hier zu verarbeiten, dann eben auch in der Ausbildungssituation oder wenn sie vielleicht sogar beschäftigungslos sind, ist außerordentlich schwierig. Das ist seelisch kaum zu stemmen. Sexuelle Gewalt habe ich angesprochen. Jesiden war gerade eben auch das Thema. Die wurden ja Mädchen und Jungen systematisch sexuell verfolgt und vergewaltigt. Also 8-jährige Mädchen wird dann an den 10. Mann bereits verkauft. Um einfach auch da mal ein Bild zu geben, wie schrecklich die Bedingungen dort sind und wie wir eine Diskussion führen können über Asylflüchtlinge oder Asyltourismus und so, das ist sowas von daneben. Ja. Das müssen wir uns, oder bitte ich einfach darum, dass wir uns das immer wieder bewusst machen und dann überlegen, was können wir für diese Menschen tatsächlich tun. Von denen, ich habe mittlerweile vielleicht 150 gesehen, mit denen gearbeitet. Da weiß ich 2 von einem, der hat gelogen, auch noch nicht so schlimme Art und Weise, hat einfach sein Alter falsch angegeben und hat die Herkunft und die Geschichte erfunden, ein Marokkaner. Und das andere ist jemand, der war auf Drogen. Also in diesem speziellen Bereich, wo Leute zur Psychotherapie kommen, weil sie in großer seelischer Not sind, gibt es nicht das Thema als großes Thema. Ja, sind das Lügner oder sind das keine Lügner? Ich war zu einer Fortbildung eingeladen, da sollte ich junge Studierende im Fach Jura unterrichten über Traumatisierung, die wussten darüber überhaupt nichts. Und für die war das die einzige Frage, die zu stellen war, lügen die oder lügen die nicht? Also wie begrenzt kann der Horizont sein? Und der Leiter, ein deutscher Richter, der diese Gruppe von 40 jungen Männern und Frauen begleitet hat, hatte nur das im Kopf. Also ich möchte, dass wir diese Dinge uns klarer machen und energisch überlegen, also wie wir da auch solchen Vorurteilen begegnen können und wie wir zur Aufklärung beitragen können. Traumatisierung während der Flucht. Sie sind alleine auf sich gestellt häufig. Manchmal kommen die Familien zusammen. Ein Beispiel, syrische Familie. Geht in die Türkei rüber und ich glaube, es gibt mittlerweile, ist es richtig, 3 Millionen Syrer gibt es glaube ich in der Türkei, die in Camps untergebracht sind. Die wollen dann weitergehen nach Deutschland und schicken den Vater vor, dass der geht, der macht sich also auf den Weg nach Griechenland, Schiff, Italien und so weiter, soll es gehen bis nach Deutschland, ist der Plan. Die Familie, die Frau mit Kindern ab 12 Jahre runter, 4 Kinder, erfährt dann eines Tages das Schiff, dass der Mann geplant hatte zu betreten, mit dem er fahren wollte, ist untergegangen. Können Sie sich vorstellen, was da los war?
Nach einem halben Jahr hat der Mann den Weg nach Deutschland geschafft und kann sich bei der Familie melden. Es gibt mich doch. Ja, also ich lebe noch. Und dann über Familiennachzug kommt die Familie hierher, aber in einer völlig desolaten Verfassung. Alle Kinder, die Frau natürlich, und dem Mann ging es natürlich auch nicht gut, völlig klar. Also da ist dann richtig viel Arbeit auch zu leisten, um diesen Menschen wieder Boden unter die Füße zu geben. Solche dramatischen Beispiele gibt es auch ohne Ende. Gefängnis, Folter, sie müssen für Schlepper arbeiten. Das ist ganz beliebt im Weg über die Sahara, Sudan. Und dann nach Libyen. Und die Bedingungen in Libyen sind derart miserabel, ja, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie eine Regierung versucht, Dinge auszuhandeln, damit da weniger Flüchtlinge wieder weggehen. Sehr viele berichten von sexueller Gewalt, sehr viele berichten, dass Menschen umgebracht werden, sehr viele berichten davon, dass bereits auf dem Weg durch die Sahara die begleitenden Leute, die keine Kraft mehr haben, die nichts mehr zu trinken haben, fallen um, sterben. Und dann selbst im Gefängnis dort ist dann auch Folter, Zwangsarbeit, Sklaverei, solche Dinge findet man dort. Es gibt auch nette Menschen in Libyen, die Flüchtlinge unterstützen und schauen, dass sie auf dem Weg nach Europa kommen. Dann die Traumatisierung in Deutschland. Ich habe angefangen, nenne es auch beim Namen, in Schwenningen, da gab es eben auch so eine große Zeltstadt im Messegelände. Und da waren dann in so einem großen Zelt, die waren natürlich höher auch, ja, waren Kabinen eingerichtet. Da waren einfach so Sperrholzwände gemacht. Also hier eine, die Außenwand vielleicht, hier war irgendwo so die erste Sperrholzwand. Da standen zwei Betten übereinander, hier standen zwei Betten übereinander. Nach oben war offen, vorne war ein Vorhang. Und das zack, 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 zack. Ja, dass 400, 500 Flüchtlinge, Familie da drin waren, also völlig transparent alles. Jeder kann alles hören. Die friedlichen Leute waren die Flüchtlinge. Wer Stress gemacht hat, waren die Aufsichtsbehörden, ja, die Security-Leute. Und da wird jeder auf der Straße aufgesammelt, den man finden kann. Völlig inkompetente Leute. Ja. Also das möchte ich auch bitten, dass wir uns das mal klar machen, was Security da häufig bedeutet. Und wenn die dann jemanden zur Anzeige bringen, dann ist es natürlich der Flüchtling gewesen. Vorher haben sie ihn x-mal verbal beleidigt, ja, und dann rastet er vielleicht mal aus und dann hat er ja das gemacht. Ja. Sehen Sie mal, wie die Flüchtlinge sind, kann man immer Vorurteile pflegen. Also einfach das auch zu wissen, zu spüren. Ich habe mit vielen jungen Leuten da geredet und eine der ersten Erfahrungen, die ich da auch gemacht habe, sie zeigt mir auf Handys Bilder von Ermordungen im Iran und im Myanmar, wo Leute geköpft werden, öffentlich auf der Straße. Und dann habe ich mir die Zahlen angeschaut. Und das war vor 10 Jahren, waren es ungefähr vorher 2000 Leute. Und heute sind es ungefähr 10.000, 12.000 Menschen, die einfach öffentlich umgebracht werden. Da muss einer im weißen Gewand sich hinknien, da kommt der Scharfrichter vorbei, hat ein Schwert in der Hand, schlägt den Schädel ab und geht wieder weiter. Ja. Also das sind Bedingungen. Wie sollen Menschen da leben können, ja, wenn sie in Schwierigkeiten geraten? Qua Religion oder wenn sie irgendwie sonst auch ein Tiger sind. Das gehört dazu, die Wohnbedingungen sind also auch in vielen Häusern wirklich das Letzte. Dreckig, kaputt, die Böden aufgerissen, Toiletten funktionieren nicht mehr und, und. Sozialämter sorgen sich teilweise nicht dafür, dass Geld pünktlich rüberkommt. Wenn jemand 360 Euro im Monat hat, davon zahlt er noch 150 für seinen Anwalt, ja, weil er eine Klage am Laufen hat, dann kann es passieren, dass es halt 3 Wochen später mal kommt, aber er hat 2 Wochen lang nichts gegessen. Also auch da fehlt mir an vielen Stellen wirklich die Sorgfalt im Umgang mit den Menschen. Sie werden teilweise drastisch bestraft mit unverschämten autoritären Briefen. Ja, also Sie müssen das mal durchlesen und dann rufen Sie wieder bei, ja, so ist das ja nicht gemeint und das kann man ganz entspannt sehen und so. Da sind Termine gesetzt, in 14 Tagen muss das Geld da sein, sonst und so weiter. Also was wir da auch selber noch an autoritären Gebaren haben, ja, in unserem Land, in unserem Ländle, das ist mir persönlich, muss ich sagen, einfach zu viel. Auf der anderen Seite gibt es super tolle, gute Leute, nur ist es da so, dass die zu wenig an die Oberfläche kommen. Ich habe mal einen Film gesehen über ein Fest, was gemacht wurde, was ein Dorf sich überlegt hatte, mit Flüchtlingen zusammenzubringen.
wie sie jetzt miteinander kennenlernen können und so. Und das war einfach herrlich, das eine Dreiviertelstunde lang im Fernsehen zu sehen, wie sie das miteinander organisiert haben und wie sie dann Kontakt miteinander hatten und über dieses Kennenlernen dann eben auch angefangen haben, sich zu verstehen. Kinder, die aus dem Krieg kommen, die erleben eben Hubschrauberangriffe, brennende Städte, verletzte Menschen, Straßenkämpfe, Attentate. Aus Aleppo habe ich einige Familien. Da gibt's dann, passiert dann auch eine hochschwangere Frau, stürzt von der Treppe, Fehlgeburt, ja, oder Notgeburt. Das Kind stirbt auf der Stelle. Teile der Familie leben nicht mehr weiter, werden gesucht. Der Sohn war gerade unterwegs sonst wo und erfährt, er ist erschossen worden. Ein 11-jähriger Junge, mittlerweile 16, als er bei mir ist in Deutschland, erzählt, dass er mit 11 Jahren seinen Cousin draußen auf dem Feld, wurde er von den Taliban erschossen, in den Arm genommen hat und der ist in seinen Armen gestorben, ja, mit zerfetztem Leib. Also das sind einfach Erlebnisse, die denke ich, hauen jeden um. Und das ist eben auch wichtig zu wissen, im Krieg gibt es keine anderen Erlebnisse. Und deshalb ist ja auch das Thema Traumatisierung überhaupt entstanden in den 80er Jahren, als man angefangen hat, die Vietnam-Veteranen genau anzuschauen. Wieso sind die in die Sucht reingegangen? Wieso haben die sich so oft suizidiert? Wieso haben die andere Menschen attackiert? Wieso sind die auch gelaufen und ähnliches? Und dann hat man gesehen, ah, so sieht das Thema aus. Und ich möchte auch betonen, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele traumatisierte Menschen. Nicht nur aus dem Krieg heraus, sondern die nächsten Generationen haben unter den Folgen weiter aufzuleiden. Und was sexueller Missbrauch angeht, ein Drittel scheint auch missbraucht worden zu sein. Ich kenne in meiner Generation unglaublich viele Frauen, die sexuell missbraucht worden sind. Also das mit der Kirche und so, das ist so ein Eisberg, der nach oben gekommen ist. Das Thema ist uns noch gar nicht in der Breite bewusst und da sträuben wir uns auch sehr dagegen. Und mir ist es wichtig zu sagen, das ist nicht ein Thema der Flüchtlinge, ja, Gewalt, sondern das haben wir in unserer Gesellschaft selber, habe ich in der Jugendhilfe oft genug erlebt. Kurze Frage. Würden Sie irgendwann mal ein, zwei Worte zum Thema vererbte Traumata sagen? Unbewusst passt vielleicht. Nochmal bitte? Dieses Thema vererbte Traumata. Ah ja, okay. Unbewusst okay. Passt vielleicht. Ja, ja. Ich sage mal direkt was. Traumatisierung bedeutet, wenn man die Seele dann anschaut, eine Spaltung der Person. Und zwar, es kann jemand sehr sanft sein, man hat das auch bei Nazi-Scheiben dann gesehen, ein liebevoller Vater. Und dann geht er aber auch ins KZ und bringt auskalten Menschen um. Und ein Trauma, die dramatischen Erfahrungen sind bildlich gesprochen für mich wie ein Blitzeinschlag, der das Herz trennt, ich sag's mal so, ja, oder die Seele zerschlägt in zwei Teile. Da gibt es einen Teil, was gut ansprechbar ist, oder viele Jugendliche funktionieren auch gut mit einer sogenannten Persona, wie wir das sagen. Die löschen, ey, was geht, Alter, und so, alles gut, ja, was hast du für ein neues Handy, und wir gucken und so weiter. Und innen drin, und das habe ich bei allen schwierigen Jugendlichen erlebt, ist eine große Angst, eine Sehnsucht nach Geborgenheit, ja, wo wir auch erschrecken können, wenn sie uns direkt begegnet. Also da gibt es dann, gibt es ein Bild, habe ich heute nicht dabei, von dem Gesicht, was strahlt nach außen, hier funktioniert jemand völlig perfekt, ja, geht alles gut und innen drin im Kopf ist aber ein kleines zusammengekauertes Kind, was eigentlich nur am Weinen ist. Und das ist auch, was Sie an der Therapie erleben können. Wenn Menschen an diese Gefühle rankommen, dann gibt es viele, viele Tränen und eines der Bilder ist eben auch, am ganzen See zu weinen. So groß ist meine Traurigkeit. Diese Eltern sind dann nicht, die traumatisiert sind, um das noch weiter zu sagen, so aufgestellt, dass sie sich gut kümmern könnten um ihre Kinder. Jedes Kind sucht, aus dieser Familie rauszukommen. Spätestens mit 18 geht man. Das ist auch ein Trend, den man genau beschreiben kann, dass die Eltern in der Regel traumatisiert sind. Wenn sowas Kinder verlassen, dann gern diese unzuverlässigen Eltern. Ja, um ihren eigenen Weg zu finden. Aber haben genügend mitgenommen an gegensätzlichen Botschaften, die noch nicht verarbeitet worden sind. Ja. Also ich habe viele Jugendliche, die auch so äußerlich wunderbar funktionieren, ja, und aus Höflichkeit fantastisch sind. Ja. Wo ich aber ganz genau weiß, sie sagen, sie erzählen nichts. Ja.
Lässt man das? Ja. Okay. Eindeutiges Ja. Okay. Ja. Also, wenn Sie kein Therapeut sind, machen Sie nie ein Gespräch über die Schwierigkeiten. Erzähl doch mal, wie es war oder so. Das ist ein ich versuche immer die richtigen Bilder zu finden, ein gewaltsames Eindringen in die Intimität der Person. Ja. Also immer stehen lassen, der Flüchtling, wenn er will, und hat genügend Vertrauen zu Ihnen. Ja, sitzt eines Tages am Kaffee und fängt an zu weinen. Ja, und dann können Sie sagen, magst du sagen, fragen Sie ihn lieber, fragen. Magst du sagen, was gerade bei dir ist? Magst du da was zu erzählen? Und dann nur das nehmen, was er erzählt. Nicht nachfragen. Für mich ein heiliges Gesetz, ja, das so zu machen, weil viele Helfer, da würde ich nachher dann noch drauf kommen, aber das kann ich gerne jetzt schon sagen, die haben die Tendenz dann, man muss mal drüber reden und dann kriegen wir schon geredet. Ja. Das ist also omnipotent, ja, dieser Helfer. Ja. Und der hilft alles andere, also er hilft sich ja nicht, er hilft sich selbst, in seiner eigenen Unterlegenheitsgefühle zu kompensieren. Jetzt wird schon mal mächtig. Ja. Aber mir hat ein Flüchtling beide Arme gezeigt, beides Mal Suizid. Ja. Also hinter ihm. Ich habe da nichts gesagt, weil er nicht mehr sagen wollte. Ja. Ist das okay? Das ist 100% okay. Genau. Mhm. Zeigen wir hier weiter noch ein, wie Krieg erlebt wird, also eben von den Eltern auch, Gewalt, Folter, das habe ich alles angesprochen, eben auch Zeuge sein von Gewalt, von Hinrichtungen, von Erschießung, selbst von Steinigungen. Also wenn junge Männer das haben ansehen müssen, ihr müsst das auch anschauen, wie diese schlimme Frau da jetzt umgebracht wird, weil ihr Ehebruch begangen hat oder was immer da an Gesetzen existiert. Und das macht eben auch hart, eigentlich könnte man das wissen, ja, das hat man früher früher, wie die Kaisersöhne oder die Fürstensöhne, die wurden auch von ihren Vätern immer rangeschleppt. Du musst dir das anschauen, wie die jetzt alle aufgehängt werden und so. Da gab es genügend schon drunter, die beschrieben haben auch, das war für mich nicht verträglich. Ja. Im Dritten Reich gab es die sogenannte Wehrertüchtigung. Das nennt man Wehrertüchtigung, ja genau. Die deutschen Künstler in positiven Worten, ja, wo sich Schlimmes hinter versteckt. So ein Beispiel auch nochmal, vielleicht lesen Sie selbst einfach mal durch. Das Ende möchte ich gerne aufnehmen, dieses Wort alleine. Wir haben dafür kein klares Bewusstsein auch, was es bedeutet, den sozialen Zusammenhalt zu verlieren, keine Familie mehr zu haben. Von Scheidungseltern habe ich das immer wieder auch gehört, ja, wenn die in Therapie waren. Mir hat der Lärm der Familie gefehlt. Ja, oder heute auch bei einem Mann ist es so, er kommt überhaupt nicht zurecht. Ein syrischer Mann ist es auch. Zwei Kinder sind da, Pubertät, sehr lebendig, die Frau eigentlich auch. Und er leidet unter dem, was er erlebt hat. Und er zieht sich immer wieder ins Zimmer zurück. Und dann kann es passieren, dass es trotzdem noch zu laut ist da drüben. Ja. Und er ist auf eine Weise seelisch auch verletzt, wo man sagen muss, also er kann gar nicht gut für sich selbst sorgen, ja. Und auf der anderen Seite sagt er, wenn es draußen gut geht, wenn es mich nicht überfordert, ist es einfach schön zu wissen, die Familie ist da und ich bin nicht alleine. Also da wird auch zu mir gehalten. Ja. Herr Kiebert, mir fällt gerade ein, ich habe sowas Ähnliches gehört bei einer Gerichtsverhandlung, wie der junge Mann das erzählt hat dem Richter, und dann musste der junge Mann weinen. Der Richter hat für eine Viertelstunde die Verhandlung unterbrochen. Mhm. Also ich habe auch erlebt, dass es sehr menschlich zuging. Genau. Bei meiner ersten Gerichtsverhandlung, wo ich dabei war, war das so ein ekelhafter Richter, ich war selbst so schockiert. Also, ich denke, weil Sie sagen, es gibt meiner Meinung nach auch in Behörden Menschen, die sehr, sehr hilfsbereit sind, das erleben wir eigentlich auch. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, ja. Also mir ist es auch wichtig, das zu sagen. Ich erlebe zum Beispiel beim Freiburger Gericht beides. Ja. Auch, also dass auch Leute abgekanzelt werden und unverschämterweise auch durch Dolmetscher. Ja, was Dolmetscher sich manchmal einmischen in einer inkompetenten Art und Weise, was gar nicht ihre Aufgabe ist, ja, wie böse Richter sein können.
und wie wunderbar Richter sein können. Also ich habe zum Beispiel, wenn wir schreiben auch Stellungnahmen bei Refugio für das Asylverfahren, also hat er überhaupt eine PDPS? Und es gibt ja auch in der Therapeutenschaft eine Reihe von Leuten, die sagen, PDPS gibt es überhaupt nicht. Das ist alles Schizophrenie oder so. Ne? Und da gibt es auch die Experten, die das so dann eben auch diskutieren wollen, aber die haben nichts verstanden, eben auch menschlich nichts verstanden. Und ich bin froh, einmal hat zum Beispiel ein Satz genügt von mir an einen Richter geschrieben, der ist tatsächlich psychisch schwer beeinträchtigt und braucht Psychotherapie, und dann hat er sofort einen Abschiebehaft verfügt. Also ich muss nicht irgendwie 10 Seiten Stellungnahme schreiben. Über sowas bin ich enorm dankbar und bin ich ganz, ganz froh. Abschiebeverbot. Ja, genau. Entschuldigung. Was habe ich gesagt? Abschiebeverbot. Ach du lieber Gott. Ja. Warum habe ich das gesagt? Weil ich vorhin das unterschrieben habe mit Abschiebehaft. Genau. Ja, genau. Da will ich die Informationen gerne haben. Aber schrecklich, unter welchen Bedingungen manche Leute leben. Auch gerade in Bayern haben wir zuletzt eine Konferenz auch gehabt und dann gehört, wie es da innen drinnen zugeht, in diesen sogenannten, in den Gefängnissen sind ja auch Zäune drum und die Leute sind wirklich eingesperrt, wie Frauen mit Kindern schlecht behandelt werden, nicht genügend versorgt werden, dass sowas in Deutschland noch überhaupt denkbar ist, erschreckt mich total. Und ich lege natürlich den Fokus irgendwie stärker da drauf. Okay, ein paar Aussagen, um das nochmal zu. Das kommt gerade von jungen Männern auch. Ich bin nichts mehr, ich traue niemanden mehr. Das ist ein elementarer Punkt. Das Vertrauen in mich selbst ist total verloren gegangen, weil ich funktioniere einfach nicht mehr nach einer traumatischen Arbeit wie normal. Da passieren körperliche Dinge, über die ich erschrecke. Ich habe zum Beispiel plötzlich Kälteempfindungen oder Wärmeempfindungen. Das mal spaziert den Körper hoch. Und in einer bestimmten Situation kriege ich so ein verrücktes Herzrasen, dass ich einfach mich überhaupt nicht mehr halten kann und Ähnliches. Und das Schwierigste sind die sogenannten Dissoziationen, da kommen wir nachher auch noch drauf. Also die Bewusstseinsverluste, die auch passieren können. Daraus dieses Gefühl, ich kenne mich nicht mehr, vorher habe ich funktioniert, ich habe in der Schule auch mein Abitur gemacht und so weiter, aber jetzt bin ich nicht in der Lage, irgendwie noch Dinge aufzunehmen. Sprachkurs ist unglaublich schwer. Ich habe das Gefühl, ich bin da oben, also da geht alles durcheinander, weil so viele Informationen immer wieder aufkommen. Und was auch sehr eindrücklich ist, das erlebt man in der Therapie auch ständig, es gibt bei schwer traumatisierten Menschen einen absoluten Gedächtnisverlust. Ja. Es gibt es tatsächlich, dass da, wo das schwere Trauma da war, es wird nichts mehr gewusst aus der Zeit vorher. Überlegen Sie, da hat jemand mit 18 Jahren eine traumatische Situation, eine schwere, und dann weiß er nichts mehr über seine Kindheit, kann sich nicht erinnern. Und ein Fortschritt in der Therapie ist, wenn wir dahin kommen wieder und dann hoffentlich und möglichst eine schöne Kindheit dann auch da war, dass sozusagen zu diesem negativen Gewicht, negativen Gedanken, positive Gedanken wieder ins Spiel kommen und eine positive Energie. Ja, da wurde ich von der Mama auf den Schoß genommen und gut versorgt und was es sein mag. Der Papa hat sich immer gekümmert oder die Oma war immer da und ähnliche Dinge. Und jeder ausnahmslos denkt, ich bin verrückt. Ja, auch wenn er es ihnen nicht sagt. Also, dass sie es einfach irgendwo auf der Rechnung auch haben. Ja. Also, er sieht sich selbst als nicht mehr funktionsfähig und hat Angst, er müsste in die Psychiatrie, weil er die Dinge, die geschehen mit ihm und seinem Körper, kann er absolut nicht mehr einordnen. Das ist wesentlich. Und darauf auch mit Worten gar nicht eingehen. Viel Ruhe verbreiten, das ist wichtig. Über das Erleben während der Flucht habe ich vorhin schon mal ein bisschen geredet. Also das Familien einander verlieren, da ist eben so diese türkisch-iranische Grenze wichtig. Es gibt nicht wenige Geburten, Fehlgeburten unterwegs. Es gibt die schwierigen Bedingungen in Camps. Sie haben vor einem Jahr was, glaube ich, da hieß es plötzlich im Libanon, kann die UNESCO nicht mehr das Geld aufbringen, um die Leute einfach noch zu ernähren. Es fehlt da irgendwo ein Euro oder sowas pro Person, damit die einfach normale Nahrung kriegen können, Familienkinder, die dort sind. Es gibt auf der anderen Seite auch, dass Kinder da sind und die suchen sich einen Stein und kicken und sind ganz fröhlich.
Ja. Und das möchte ich auch nochmal betonen, also nach meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Familien, wenn die zum Beispiel kommen mit die Kinder sind ab 5, 6, 7 Jahre aufwärts, die haben meistens eine gute frühe Kindheit gehabt. Ja, also die sind seelisch sowas von stabil und dann durch eine Traumatisierung aus dem Ruder gelaufen. Wenn die abgearbeitet ist, sind die stark wieder da. Ja, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Also wie seelisch gut versorgt Kinder dort wären, was ich mir als Kinderpsychotherapeut, der ich auch bin, manchmal wünschen würde, dass in Deutschland da vieles besser wäre. Da denke ich natürlich auch gleich politisch. Oder dann ist eine Beispiel, was ich erzählt habe, Familien trennen sich im Camp, schicken einen Vater vor, oder die Mutter mit einem Kind geht, oder der Vater mit einem Kind geht, oder mit zwei Kindern. In einem Fall ist ein Onkel gegangen mit seiner Familie, oder der Onkel ist vorgegangen, mit einem Jungen aus der anderen Familie, der war 9 Jahre alt. Und die Eltern haben entschieden, der ist psychisch der stärkste von den 3 Jungs, den wir haben. Einer war 13 Jahre alt, der ist 9 und dann haben sie noch einen 7-Jährigen. Und dem sein Leid in Deutschland zu sehen, also das ist einfach nur zum Erschrecken, wie der plötzlich ohne die Familie dann dasteht, die nach dem beim Onkel der Familiennachzug gelungen ist, ja, die komplette Familie dort ist, er dort immer wohnt und wirklich, also körperlich und seelisch ganz massiv spürt, ich bin ohne Familie hier. Das ist für mich kein Trost, dass der Onkel da ist mit seiner Familie. Wo mir auch nochmal deutlich geworden ist, wie stark die in der eigenen Familie verwurzelt sind, wie eng die Bindungen sind zwischen den Menschen dort und wie gesund das eben auch ist. Und ein Kind von 9 bis 12 Jahren erlebt es, nach 3 Jahren geht das Thema Familiennachzug los, ja. Nach 4 Jahren kommt endlich die Mama, da ist er dann 13 geworden. Und ich habe dann alles erlebt bei ihm, totale Verhärtung, ja. Fuck mich, ja, so irgendwie, Haltung auch, ja. Interessiert mich alles nicht mehr. Und dann eben auch rebellisch in der Schule, macht nichts mit, ja, steigt komplett aus. Und dann auch immer wieder Situationen, wo er an seine Gefühle dran kam und hemmungslos geweint hat. Und dann weich war und er hat gespürt, was dieses Kind für ein Leid hatte. Ich hoffe, dass es bald über die Bühne ist, dass die Familie komplett da ist. Aber dann ist auch durch so eine unglaublich belastende Situation manchmal ein Schicksal geschrieben worden in eine nicht gute Richtung hinein. Das andere haben wir zum Teil eben auch. Vielleicht noch auch gerade so die Gewalt von kriminellen Banden. Das ist sehr häufig zu finden. In Afghanistan kämpfen oft auch Familien gegeneinander und bedrängen sich also ganz arg. Genau. Und dann, was ich sagen würde, charakterloses Verhalten von Mitarbeitern. Unverschämt, ja. Und wunderbare Leute, um das nochmal aufzugreifen, Ehrenamtliche auch. Gerade im ehrenamtlichen Bereich sind ja so viele Menschen auch frustriert worden. Ja, dass ich gesagt habe, mit dieser Politik kann man ja auch gar nicht. Wenn man auch Zitate dann von Politikern ranzieht, weiß man, was die meinen. Herrschsüchtiges Verhalten in Ämtern, außerordentliche Wartezeiten, kommt da oben rein. Ja, jetzt. Noch eine Frage. Ja. Die sind ja verpflichtet, mitzuarbeiten bei ihrem Asylantrag. Ja. Und wie ist das jetzt bei Traumatisierten? Eigentlich müssen sie ja erzählen, was sie traumatisiert haben, damit die Mitarbeit dokumentiert ist. Genau. Das geht aber für die gar nicht. Richtig, ja. In diesem Dilemma, wie verhält man sich? Es steht in der rechtlichen Forderung, ist es also, ich habe es nicht genau vor mir, aber sie sollen eben dazu beitragen, dass man als Gericht genau informiert ist darüber, bei der Anhörung zum Beispiel, und dann eben ihre Situation konkret beschreiben. In der Psychotherapie erlebe ich, wenn jemand 10 Stunden da ist in der Therapie und die läuft gut, kommen viele neue Erinnerungen, die traumatisierend waren, die in der Situation der Anhörung noch gar nicht dargestellt werden konnten, weil sie gar nicht im Bewusstsein aktuell waren. Das ist genau der Punkt, den Sie sagen. Das heißt, man muss dann wie nachliefern. Am besten, wenn die Leute natürlich anwaltlich vertreten sind bei einer Ablehnung,
eine Klage machen und der Anwalt gleich darauf hinweist, dass es auch neue Informationen geben wird dazu. Und dann gibt es noch das Problem, dass die vom Islam die über ihnen stehenden Leute nicht anschauen dürfen und dann bei der Anhörung behauptet wird, du lügst. Und diese Schwierigkeit, also ich glaube, in der Anhörung wissen viele nicht, dass die nicht gucken dürfen. Weil bei uns ist ja das Angucken fremder Leute sehr gut. Natürlich. Aber bei denen ist es verboten. Ja, genau. Und dann heißt es, du lügst, du lügst, du lügst. Mhm. Und dann stehen sie ganz erschüttert daneben. Völlig klar. Es gibt eben auch Dolmetscher, die sich einmischen. In einem Fall habe ich mitbekommen, da hat der Dolmetscher behauptet, er käme nicht aus diesem Teil von Afghanistan, wo der junge Pashto gesagt hat, da komme ich her. Der Dolmetscher kam nicht davon her. Ja. Es wurde dann vom Gericht sorgfältig geprüft mit einem anderen Dolmetscher, noch ein weiteres Gespräch und dieser andere Dolmetscher hat bestätigt, natürlich kommt er von dort her. Ja. Also so Dinge sind dann auch Übergriffe von Dolmetschern, die ungehörig sind und das gibt es nicht wenig, die das Leben dann schwer machen, wenn Gerichte dann sorgfältig prüfen. In einem Fall zum Beispiel ein Palästinenser, der bei uns ist, der hat von Attacken der Israelis auf die Palästinenser berichtet und dann schrieb das Gericht, wir lassen es prüfen vom Bundesamt für Auswärtiges, aber auch von Amnesty und so weiter. Holen uns also wirklich sorgfältig die Informationen ein, um das genau zu prüfen, was ist damals dort vorgefallen. Wurden Menschen drangsaliert, wurden auch einzelne erschossen und ähnliches. Er hat dann als Sanitäter gearbeitet und hat das alles mitbekommen. Ja. Es steht dann nicht so, du lügst, sondern es steht irgendwie feiner formuliert. Ne? Wir haben nicht glaubhaft die Wahrheit oder sonst was erzählen. Bitte schön, ja. Meine Erfahrung ist, das wird dann so eingeordnet, wenn es bei der ersten Anhörung oder so, es zieht sich nachher durch und immer widersprüchlich, bleibt widersprüchlich, kann sich nicht richtig erinnern, die Daten falsch an. Genau, also, genau. Ich habe eher das Gefühl, da tut sich nichts mit genauer hinschauen, sondern es wird immer jedes Mal noch mehr stigmatisiert. Ja, das kann genau passieren. Also ich fand es interessant, dass in BAMF gerade so ein rechtslastiger Mitarbeiter entlassen worden ist. Ja. Das ging ja auch ein bisschen durch die Presse und ich glaube, da gibt es auch mehr rechtslastige Mitarbeiter, weil ja auch die Formulierungen vom BAMF sind auch mir gegenüber als Fachperson unverschämt. Ja. Also da wird zum Beispiel das BAMF irgendein Sachbearbeiter sagt, er hätte keine Depression oder so etwas. Wie kommt dieser Akrobat von Schreibtischmensch dazu, solche Aussagen zu treffen? Also, und hat noch nicht mal die Idee, dass er eine Kompetenz überschreitet. Also das ist unverschämt hochzählen. Genau. Oder eine PDWS wird dann eben auch geleugnet, konnte nicht glaubwürdig darlegen. Also man formuliert es dann irgendwie noch nett. Und da muss dann Protest muss es dann geben. Vom Anwalt, also deshalb bin ich immer froh nach einer Ablehnung, wenn die sofort beim Anwalt sind und eine Klage gemacht worden ist, wo sie auch die Frist von 2 Wochen haben, das wissen sie. Genau. Ja. Also die Glaubwürdigkeit wird ja schon beim Abfragen der Adresse in Frage gestellt, weil es keine Straßennamen in manchen Ländern gibt. Ja, klar. Hieß es, aber dann sag mir doch, was war in der Nähe bei Jesiden? Eine Moschee ist doch bestimmt eine Moschee gewesen. Ja, Jesiden haben keine Moschee. Ja, genau. Also, und dann wurden diese Menschen nicht beglaubwürdig. Ja, genau. Da wird der Glaube natürlich als Test dann versucht. Und da nochmal danke für Ihren Hinweis. Es gibt solche Anhörungen, es gibt solche. Und wir bitten dann immer darum, wenn die Anhörung nochmal oder eine zweite Anhörung ansteht, dass jemand, der sich auskennt in der Arbeit mit traumatisierten Menschen, der Anhörer ist. Und das wird in Freiburg wird das also ganz gut berücksichtigt. Da bin ich sehr froh und sehr dankbar. Also diese kleine Sache können wir dann eben auch tun. Genau. Dann nochmal einiges vielleicht auch zu den Bildern, die man haben kann. Ich mache das jetzt mal vor. Da kommt ein Kind oder ein Erwachsener oder ein Jugendlicher und sitzt so da im Erstgespräch. Ja, also völlig in sich zusammengezogen, weil er vor Angst vielleicht immer wieder auch zittert, um das zu vermeiden, was nachher im Therapieprozess relevant ist. Ja. Ich sage immer,
Erlauben Sie sich das Zittern, lernen Sie das, sich zu erlauben und kämpfen Sie nicht gegen den Symptom an, sondern zittern Sie es raus dann einfach. Ja? Also solche Dinge. Ja? Völlige Verkrampfung, völliger Rückzug, also gar nicht in der Lage, auch Kontakt aufzunehmen, von wegen Augenkontakt, der ist so, Augenkontakt ist unendlich wichtig, aber auch auf der anderen Seite in der Therapie, im Gespräch, ja. Wenn ich das nicht berücksichtigen würde, das habe ich nochmal viel deutlicher gelernt von den geflüchteten Menschen, dann wäre die Therapie ein Teil weniger gut, ja, absolut. Sie wollen gesehen werden, was jedes Kind auch will, ja, gesehen werden, beachtet werden, ernst genommen werden. Und das Grundthema ist bei Kindern, auch bei 12-Jährigen schon, ich will menschlich behandelt werden, hier, ja, menschenwürdig behandelt werden. Ich will meine Würde hier nicht noch verlieren. Da kämpfen viele, viele mit. Also eine ganz tiefe Angst auch. Dann, was Sie bei einer Traumatisierung immer finden, sind Schlafstörungen, Albträume, gelegentlich auch Schlafwandeln. In seiner Jugendhilfeeinrichtung, da war ein Jugendlicher, war immer unterwegs nachts. Ja. Irgendwann hat es sich dann auch gelegt, es war schön. Oder Kinder verlieren dann auch die bildliche Kontrolle von Körperfunktionen, die nässen dann ein, die koten ein. Wenn so ein Kind im Kindergarten ist, ja, ist es natürlich ganz schwierig. Und wenn innerhalb von der Therapie nach 3 Monaten diese beiden Symptome gar nicht mehr da sind, ist es für die Kindergärtnerin ein wunderbar schöner, pragmatischer Erfolg, der eine hohe Relevanz hat auch. Ja. Ständiges Weinen erlebe ich viel bei Frauen, die selbst auch kleine Kinder haben, die den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und weinen, 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 weinen. Und jetzt denken wir an die Kinder, was erleben die Kinder da? Und das bedeutet ja diese sogenannte Parentifizierung. Das heißt, das Kind fängt an, sich Sorgen zu machen um die Mama. Was kann ich tun, damit es der Mama gut geht? Schränkt auch Bewegungsspielraum total ein. Zuletzt hatte ich eine Frau aus Serbien, die aus dem Kriegsgeschehen aus der Familie gekommen. Und die 18-jährige Tochter wollte sie nicht erlauben, dass sie nach Amsterdam fährt beim Klassenausflug, wo die 2 Tage waren. Ja. Ich habe sie gebeten, sich das einmal sorgfältig zu überlegen, und dann kam sie in die nächste Stunde und hat gesagt, sie hat es erlaubt. Ja. Und also die Tochter hat es auch gerne dann nicht gemacht, zugunsten der Mama. Aber viel Lebenserfahrung macht sie dann eben auch nicht. Ja. Und das ist dann ein Preis, den man dafür auch zu zahlen hat. Und da war ich froh, dass es sich so entwickelt hat. Das Vertrauen in diese 3 Instanzen in sich selbst, ich kann nichts, ich bin nichts, ich kann nicht klar denken, ja, ich bin verrückt und solche Dinge. Kein Vertrauen in andere Menschen, wieso soll ich dir glauben, dass du es ehrlich meinst mit mir. Das Vertrauen ist total zerstört und dann eben auch, was man so als dritte Position beschreiben kann, Vertrauen ins Leben. Ich habe auch kein Vertrauen in die Zukunft, dass die Dinge gut werden. Und so ein ganz einfaches Bild, also innerhalb der Therapie geht es sehr darum, von dem starken negativen Denken ins positive Denken reinzukommen, ja, Hoffnung wieder zu schöpfen. Und wenn dann ein 40-jähriger Afghaner, Syrer sagt, Herr Kibat, Sie haben mir die Lebensfreude wiedergegeben, dann ist das unglaublich schön. Ja. Also muss ich auch mal das irgendwo vor Augen halten, was das für eine Aussage ist. Deshalb bin ich sehr dafür, dass man mit Geflüchteten lacht. Lachen Sie, so viel Sie können, so viel Sie Spaß haben können, machen Sie, machen Sie, machen Sie. Nicht aufgesetzt, authentisch, dann ist es ganz wunderbar. Das kennt man aus der Psychologie sowieso, dieses Angst macht dumm, dass ein Kind eine seiner intellektuellen Möglichkeiten nicht abrufen kann, gilt für die Jugendlichen genauso. Psychosomatische Auffälligkeiten, die Sie bei allen traumatisierten Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen haben. Kopfschmerzen, Migräne teilweise zum Nicht-Aushalten. Häufig Magenbeschwerden. Wenige leiden unter Reflux. Reflux bedeutet, ich kann das beeinflussen, ich kann das wieder hochholen, die Nahrung. Ja, je nachdem, wie ich das will, das habe ich ein paar Mal auch erlebt. Ja. Und so etwas. Höchst unappetitlich in der Schule. So, immer Schmerzen auch, undefinierbar, eigentlich ist nichts, aber es sind Muskelschmerzen da. Grundsätzlich immer auch das Thema Atemnot, enormer Druck auf der Brust, Herzrasen, Rückenschmerzen gehört immer dazu. Beispiel diese Kälte- oder Hitzeempfindung, wo jemand auch völlig irritiert ist. Was geschieht da gerade mit meinem Körper? Ja? Was ist da?
Und es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Traumatisierung ein komplexes Phänomen ist. Traumatisierung nimmt sozusagen Symptome aus verschiedenen anderen Krankheiten heraus. Man kann die Angststörung einzeln beschreiben, man kann eine Depression einzeln beschreiben, man kann Zwangsstörungen einzeln beschreiben und so weiter. Und da kommt plötzlich alles zusammen, ja, im ganz bunten Feld. Bei den Schlafstörungen trennen wir zwei Dinge: Einschlafprobleme. Jemand kann überhaupt nicht einschlafen. Viele Flüchtlinge, auch Kinder, schlafen erst um 3 Uhr und sollen morgens fit sein um 7:30 Uhr. Ja, Jugendliche genauso. Wenn da der Lehrer nicht aufgeklärt ist und nicht wohlwollend ist, dann geht das schief. Ja, ich habe erlebt, auch zum Beispiel in einem anderen Fall, ein Jugendlicher hat immer wieder Wutausbrüche gekriegt, hat sich nicht halten können. Und dann musste er raus aus der Berufsschule. Und es war erst klar, nachdem ich mit dem Lehrer ein Telefonat hatte. Hat er gesagt, jetzt verstehe ich es ja, dann lasse ich das natürlich zu, dass er das macht. Vorher hieß es immer, du bist zu faul, du hast anscheinend kein Interesse. Also sofort auch die Negativbewertung. Statt mal hinzugehen und zu sagen, du, mir fällt auf, was ist denn eigentlich los, lass uns das mal kurz bereden. Ja? Das wird nicht gemacht, das Gespräch nicht gesucht. Ich glaube es nicht. Ja. Und dann gibt es als zweites die Durchschlafstörungen. Das heißt, nach einer Stunde ist man wieder wach und schläft dann eine Stunde lang wieder nicht. Dann schläft man vielleicht wieder eine Stunde ein. Und da wird relativ schnell und massiv mit Medikamenten gearbeitet. Das ist zum Teil hilfreich, zum Teil helfen die Medikamente nicht. Und da ist es wichtig, andere Antworten zu finden, eben die wir auch über Entspannungsverfahren dann den Klienten vermitteln. Die ist keine Lebensfreude, ist da. Bei Kindern ist es so wesentlich, also dass ein Impuls da ist, auf die Dinge zugehen zu wollen, Freude zu haben an Unterricht, darauf zugehen, um auch Themen zu klären für sich, um Anregungen zu haben. Vermeiden bedeutet bei Traumatisierung, dass man zum Beispiel regelmäßig Polizisten aus dem Weg geht, bestimmten Plätzen eventuell aus dem Weg geht. Oder nicht in der Lage ist, mit dem Zug zu fahren, weil der durch den Tunnel fährt in Baden-Württemberg. Und da kriege ich eine Phobie, da kriege ich eine ganz, ganz schwere Angst. Ein Klient, der hat das dann gelernt, der kam von Offenburg nach Villingen. Und das sind 7, 8 Tunnel, ich weiß nicht wie viel. Ja. Und da haben wir dann auch an Technik gearbeitet, damit er da irgendwie mit klarkommen konnte. Der soziale Rückzug, auch emotional, das ist ganz wesentlich, das findet man bei allen im Grunde. Man kommt mit Menschen nicht mehr zurecht, also ziehe ich mich zurück. Ja. Und deshalb braucht es die Hand, Reichung, du darfst kommen mit all deinen Schwierigkeiten. Lass uns miteinander beginnen und ins Gespräch miteinander kommen. Und bei Kindern ist dann eben auch Beziehungs- oder Bindungsfähigkeit verloren. Sie sind völlig in sich zurückgefallen, völlig unfähig, auf jemand anderen zuzugehen, und das wird in meinem Verständnis, so wie ich das sehe, heute einfach auch zu wenig gewürdigt. Es geht im Schulbetrieb immer um Bildung. Mir geht es auch um Bindung in der Schule. Jedes Kind hat ein Interesse, sich an Erwachsene zu binden, ja? Eine gute Beziehung zu haben zu dem Lehrer, ja? Möchte gemocht werden, möchte nicht ausgeschlossen werden. Das wird heute völlig übersehen. Wie hart es ist, wenn ein Kind aus der Schulklasse ausgeschlossen wird, weil die Jungs halt hart reagieren. Ja, klar, macht mir doch nichts, gehe raus. Wenn sie da mal dahinter schauen dürfen und die Kinder ihnen erzählen, was seelisch los ist, das sind totale Zusammenbrüche. Ja. Wird auch völlig unterschätzt. Also wie wichtig es ist, jemanden in der Klasse drin zu lassen, sich die Zeit zu nehmen, ein Thema zu bereden, bis man es zu Boden geredet hat. Da braucht man kommunikative Fähigkeiten. Aber wenn es zu Boden geredet hat, hat man unendlich viel gewonnen für eine Klasse, in der Zusammenarbeit. Weil das Thema, das Problem, Schwierigkeit ist gelöst, ja, und man gehört zusammen. Man muss nicht einen raustun. Überall da, wo einer rausgetan wird, kaum ist er weg, auch andere Schule oder so, wird in der Klasse geguckt, wer der Nächste ist. Also das ist ja auch eine Struktur, die abläuft zwischen Menschen. Das ist auch wichtig zu wissen. Wir haben häufig Schuldschamgefühle, das ist ein großes Thema. Ich arbeite auch mit sexuell missbrauchten Frauen. Und
einfach um, damit andere Mannerfahrung auch möglich ist. Ja? Und da erlebe ich es besonders stark, aber diese Frauen sind auch bereit, über diese Themen zu reden, das klar auch zu uns zu informieren. Eventuell braucht es da zum Beispiel auch einen Bericht ans Gericht mit ihrer Erlaubnis, damit klar ist, was da wirklich passiert ist. Und das sind auch Dinge, die ja spät kommen im Therapieprozess. Das, da kann man nicht gleich von Anfang an drüber reden. Okay. Einige seelische Auffälligkeiten. Wir sind noch nicht fertig. Ja. Was ein ganz wesentlicher Punkt ist bei Traumatisierung, diese enorme innere Unruhe, die ständige Erregung. Ja, ständig irgendwo in Anspannung zu sein. Was dann korrespondiert mit diesem nebendran übermäßige Wachsamkeit. Sich ständig schützen müssen. Das kriegt man von außen gar nicht mit. Ja, aber die Kinder sind sozusagen dann auf dem Kiviv und gucken, ob irgendwo Gefahr droht, ob irgendwo was ist. So sehr sind sie noch im alten Bild oder im alten Film auch drin, wenn man das so sagen darf. Die erhöhte Streckhaftigkeit, das gehört zu Traumatisierung immer dazu. Das sind sozusagen Grundsymptome. Also davon müssen wir ausgehen. Ja. Gelegentlich destruktives Verhalten, das ist nicht so häufig. Ängste, Panik gehört immer auch dazu. Bei Frauen häufig. Bei Männern durchaus auch längere Episoden, wo viel geweint wird. Suizidideen, selbstverletzendes Verhalten. Und hier kommen die sogenannten Flashbacks. Ja, das heißt, jetzt ist ein Kind, ein Jugendlicher plötzlich im alten Film drin. Ja, er erlebt, wie geschossen wurde. Und wenn Sie das sich übersetzen, also der sitzt jetzt gerade im Deutschunterricht oder im Gemeinschaftskundeunterricht, ist gar nicht da, kann eventuell dissoziieren. Das bedeutet, er wird bewusstlos, fällt vom Stuhl runter oder so etwas. Dann ist das eine große Anforderung an Lehrer und an Schulklasse. Und da auch zu lernen, damit angemessen umzugehen, wäre sehr hilfreich. Ja. Können Sie allgemeine Hinweise geben, so klassische Situationen? Man meint das jetzt zu erkennen bei jemandem, erste Linie, also so allgemeines, was man findet. Allgemein, dann gehen Sie auf ihn zu, sprechen Sie ihm, setzen Sie sich neben ihn, so wie ich das jetzt einfach mache, also nehmen wir an, das wäre bei Ihnen der Fall. Dann einfach also gucken, was los ist und sich interessieren. Kontakt suchen, eventuell sogar auch Körperkontakt. Ja, dass man irgendwo einfach eine Beziehung in Kontakt überhaupt herkriegt oder hinkriegt, ja, um da eben auch zu sehen, ob es jemand beruhigen kann oder ob es vielleicht nicht schafft. Ich habe in wenigen Ausnahmefällen habe ich innerhalb von der Psychotherapie Leute in die Psychiatrie bringen lassen müssen, einfach weil der Zusammenbruch total war. Das wäre so die Idee. Aha. Dann habe ich ein ganz schlimmes Erlebnis, ja. Ich muss kurz einbringen. Ja, natürlich, ja. Wir ja. machten eine Prüfungssimulation ja. für die Hauptschulabschlussprüfung. Da mussten sie einen ja. Text lesen, wo ein Kind beinahe ertrunken ist, wurde dann gerettet, aber der Junge hat nicht weitergelesen, ja. sondern da passierte das, ja. dass sein Flüchtlingsboot, es wurde angetriggert. Das Ertrinken der Leute mit ihm. Ja. Und wir denken an solche Dinge nicht. Es gibt sogar Lehrer, die wollen Aufsätze darüber schreiben lassen, die Kinder. Ja, sondern diese Geschichten aufschreiben im Unterricht. Das ist also irrsinnig. Entschuldigung. Ja. Und das ist für mich eben, ich versuche hier Worte zu finden oder Kategorien, da ist jemand so im Intellekt, da kann man das alles machen, ja. aber überhaupt nicht hier. Der spürt gar nicht, wo die andere Seite steht. Und deshalb bin ich so sehr dafür, dass wir spüren, wie es Menschen geht. Genau, das ist so ein klassisches Beispiel. Was nicht oft vorkommt, aber ab und zu kommt es vor und dann ist es richtig daneben. Wenn wir die Beeinträchtigung von der kognitiven Funktion haben, eben, die können auch nicht aufmerksam sein, die können nicht konzentriert sein, wenn man so differenziert lernen, ist kaum möglich. Über das schwache Gedächtnis, der hat sofort vergessen, was er machen soll, auch im Betrieb, ist bei manchen enorm schwierig. Ja. Der Chef erklärt es eben, wenn der dann auch ungeduldig ist, dann kommt er sowieso in Stress. Wenn der Stresspegel erhöht ist, dann kann ich sowieso weniger intellektuell wahrnehmen. Deshalb ist es auch immer wieder wichtig, also emotionale Sicherheit zu vermitteln. So wie ich jetzt versucht habe zu zeigen, den Menschen ruhig zu machen. Alles ist in Ordnung, ich bin da, ich kann dich auch unterstützen, wir können auch rausgehen, eine Runde laufen, was immer. Und dabei fragen, was wäre gut für dich jetzt zu tun.
Wir haben immer so schnell die Ideen, was für andere gut wäre, manchmal liegt man ganz falsch. Und den letzten Punkt haben wir sorgfältig besprochen vorhin. Einfach hier auch nochmal so die emotionale Seite nochmal zu betonen, dass jede Traumatisierung in der Einsamkeit mündet. Also man ist sozusagen plötzlich, sitzt man wie im Gefängnis drin, man hat Mauern um sich herum, manche Klienten malen das auch auf, sie sehen sich dann im Schloss ohne Tür, ohne Fenster, völlig zurückgezogen und sind sozusagen der Menschenwelt verloren gegangen. Also sie ziehen sich so stark zurück, sie wollen mit der Menschenwelt nichts zu tun haben, weil es sie völlig überfordern würde. Also das einfach zu wissen, zu spüren und wo dann Möglichkeiten sind, dass ein Fenster gebaut wird, eine Tür hinzukommt, dass sie wieder hinaustreten. Das können Sie im Therapieprozess dann sogar manchmal ganz präzise sehen, plötzlich wird eine Tür gebaut, dann schaut jemand schon mal raus, dann geht er raus und so können dann Bilder konkret auftauchen. Wichtig ist auch zu wissen bei einer Traumatisierung, wenn es jahrelang nicht behandelt wird, es landet immer im Körper. Es gibt dann all diese körperlichen Leiden, die dann auch chronifizieren, also es gibt dann auch ein Herzleiden, es gibt dann auch ein Magenleiden, es gibt andere Formen von Leiden. Das bedeutet, dass das eine Chronifizierung ist. Und wenn man Psychotherapie gut macht, hat man nach 10 Stunden oft die Hauptarbeit gemacht schon, enorm, ja, wie viel sich da lösen kann in relativ kurzer Zeit. Das sollte auch für unsere Krankenkassen interessant sein, ja, weil die Kosten nachher sind viel größer. Man hat das mal in 3 Stufen gerechnet, relativ bald Psychotherapie, dann bist du vielleicht bei 2.000 Euro, etwas später Psychotherapie, nach 3, 4, 5 Jahren, dann bist du bei 5.000, 6.000 Euro. Wenn es chronifiziert ist, bist du sofort bei 20.000 Euro. Und Kassen zahlen heute noch keine Dolmetscher. Muss man eben auch wissen, ja. Und dann ist das, was hier Verzweiflung wird immer größer und ich arbeite auch mit verzweifelten Menschen. Und dann ist eben auch das Thema Suizid ist stärker da. Ja. Ich will nicht mehr weiter, ich will nicht mehr leben. Eine Frage, Thema ja. Sprache. Bitte? Wie kommunizieren Sie? Wie ich kommuniziere? Ja. So wie jetzt hier. Direkt und authentisch möglichst. Und also ich meine jetzt für nicht deutsche Muttersprachler. Bei nicht deutschen Muttersprachlern. Über Dolmetscher. Das heißt, Sie haben einen Dolmetscher dabei. Ja, ja, ja. Und es ist erstaunlich viel möglich, was die deutsche Sprache angeht. Ja. Die Jugendlichen lernen im Prinzip relativ schnell Deutsch. Ich habe viele Afghanen, mit denen kann ich Deutsch reden. Das reicht völlig aus. Und da ist nur noch manchmal ein Engpass, wo es gut wäre, wenn Dolmetscher da ist. Oder wenn dann noch Dolmetscher da ist, dann kann die Stelle eben auch in der Muttersprache angegangen werden. Ja, bei Kindern sowieso auch, die lernen auch die Sprache oft sehr, sehr schnell. Und manche wollen auch keinen Dolmetscher, weil das ist die dritte Person, die etwas erfahren könnte über seine. Also ein Jugendlicher kann sich zum Beispiel gegen eine Frau wehren. Eine Frau darf von meinen Schwächen schon mal gar nichts wissen. Das wäre dann auch so kulturell bedingt ein Stück weit. Ne? Das möchte ich einfach nicht. Auch diese Kombination überlege ich dann immer wieder bei einer Frau, also ob da es auf jeden Fall möglich ist, dass eine Frau als Dolmetscher dabei ist, dass wir auch so in der Therapie kann man auch von einem Elternbild ausgehen, Vater und Mutter ein Stück weit repräsentieren und da gibt es dann Übertragungsphänomene, die auch spannend sind. Da gibt es Unterschiedliches, was man belegen kann. Ja. Also die Dolmetscher dann speziell geschult? Ja. Ja, die werden alle, wenn die bei uns sind, werden die geschult und werden dann auch in der Therapie sitzen und wenn mir irgendwas auffällt, dann, wenn es arg ist, spreche ich es an und sage kurze Pause. Ich möchte was klären dann auch und dann klären wir das. Wenn es nicht so arg ist, bitte ich immer ums Gespräch anschließen. Mhm. Eine Situation. Da war eine afghanische Frau auch als Dolmetscherin mit dabei, hat übersetzt und der Auftrag ist, wörtlich zu übersetzen, also in Ich-Form zu übersetzen. An einer Stelle sagte sie plötzlich sie. Ja, sie hat gesagt das und das und so. Dachte ich, was macht sie jetzt? Und dann hatte ich schon die Idee, sie schützt sich selbst. Wir haben es dann nachbesprochen und genau das war der Punkt. Ja, sie hat gesagt, ich habe das nicht mehr direkt übersetzen können, es hätte mich emotional zu stark mitgenommen. Ja, und dann bin ich so, und dann ist doch ganz in Ordnung, ganz prima. Ja, und dass sie so für sich gesorgt haben,
die Leute brauchen auch Kraft für diese Arbeit, das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Können Sie mir sagen, wie die 40% und 80% herkommen? Also was die Grundlage für die 40% Erwachsenen, traumatisierten und das man, einfach, man hat es einfach angeschaut, ja, diagnostiziert. Ja. Und dann ist das das Ergebnis. Und so zur Refugio können wir sagen, alle Leute sind traumatisiert. Also ich würde sagen, das liegt bei 90% ungefähr. Weil manche sind auch in einer Depression drin. Manche haben auch zum Beispiel schlechte Kindheitserfahrung, haben dann den Krieg erlebt und sind dann nach Deutschland gekommen. Das heißt, sie haben frühe Traumatisierung in der Familie, weil sie nicht gemocht wurden, Stiefkind waren, was immer auch. Und dann ist es auch wichtig, dass man sozusagen auch diese Dinge nach der Traumatisierung auch bearbeitet. Und dann, also das ist, kann man über die Statistik nachlesen. Dann gehen wir mal konkret in so ein Feld wie Kindergarten. Vorhin hatte jemand doch gesagt, also die Angst, nicht verstanden zu werden oder dann eben auch vielleicht sogar schon attackiert zu werden. Wenn sowas auftaucht, wie Ängste, Weinkrämpfe, Wutanfälle, gehen Sie als Helfer immer hin. Ja? Setzen Sie sich neben das Kind und fragen, was brauchst du. Tut es dir gut, wenn ich dir die Hand gebe oder so. Ja? Und die werden antworten und sind dankbar, dass jemand da ist, der sie unterstützt. Die Filme, dass die Bilder kommen, der Mangel an Geborgenheit, der in manchen Familien noch existiert, weil die Mama noch nicht genügend stabil ist, ja, wie gesagt, den ganzen Tag vielleicht weint. Die Erwartung in deutschen Schulen, in Berufsschulen, man muss eben Regeln einhalten. Ja. Und wer die Regeln nicht einhält, der ist schwierig, das ist eben auch ein Punkt, den muss man erstmal gut verstehen. Das ist ja, die Regeln sind in anderen Ländern da deutlich anders oft. Bei unseren Afrikanern, was die Pünktlichkeit angeht, ist schon ein spezielles Thema. Ja. Wenn du sagst, kurz morgen um 4 Uhr, dann kommt er gerne um 6 Uhr abends und ist pünktlich da, aus seiner Sicht. Ja. Aber das lässt sich im Rahmen von Therapie, das ist alles also gut regeln, kein Punkt. Ja. Was bei Mitarbeitern häufig zu finden ist, ist Ängstlichkeit gegenüber Traumatisierung und bei Schulungen von Leuten aus Kindergärten betone ich das eben auch immer wieder, ihr habt genügend traumatisierte deutsche Kinder da. Und eigentlich überlegt mal, wer ist da noch schwierig und weshalb. Wie habt ihr euch da verhalten? Dann Beispiel Schule. Mir ist es übrigens auch ein Anliegen zu vermitteln, diese. Wenn ein Kind in der Situation ist, dass es täglich gekränkt wird oder dass es gemobbt wird, die Folgen sind eine Traumatisierung. Ja? Also man braucht nicht nur einen Krieg, ja, um traumatisiert zu sein, sondern man wird eben seelisch so schlecht behandelt, dass man auch traumatisiert ist durch solches Verhalten. Und wenn eine Schule es nicht schafft, Kinder genügend zu schützen, was ich auch erlebt habe an einigen Stellen, dass die Lehrer völlig überfordert waren, ja, und keine Idee hatten, was zu tun war. Und da geraten Kinder in den Mobbingprozess rein und dann kommt es eben auch zum Schulabschluss und so weiter mit vielen Schwierigkeiten auf dem Weg, bis es dann da so ist. Es wird gerne kritisiert. Erwachsene zeigen gerne Unzufriedenheit mit dem, was ein Schüler kann oder nicht kann. Auch beleidigt sein wird gezeigt häufig. Und nochmal, es ist enorm wichtig, ja, dass Kinder gesehen werden und die wollen eben auch mit Blickkontakt gesehen werden. Das ist total wesentlich. Bei Mädchen wie bei Jungen, die bei Männern da wie sind. Egal wie alt. Eine Buchschule geht von unseren Flüchtlingen vor allem so eine Angst vor Versagen aus. Meistens sind sie sehr ehrgeizig, der eine oder andere ist kognitiv halt doch nicht so stark. Und dann bin ich froh, wenn es so Lösungen gibt mit dem Chef, dass er sagt, okay, ist praktisch, ist der top, ja. Egal, ob der in der Berufsschule vielleicht noch ein Jahr nachmachen muss, das spielt für mich keine Rolle. Und wenn er zum Schluss auch nur die praktische Prüfung besteht, ich nenne den gerne zu mir auch. Also wenn so Sicherheit dann doch auch geschaffen wird. Das ist wunderbar und es gibt im Handwerk und in vielen Arbeitsplätzen wunderbare Leute. Ja, ist konkret meine Erfahrung, als ich mit denen gesprochen habe.
Dann viele Jugendliche setzen sich aber selbst unter enorme Leistungsansprüche. Sie wollen also auch als Beste schaffen. Und es gibt nicht wenige Klasse, da sind die Flüchtlinge die Besten. Es gibt für die Schule genauso wie für die Berufsschule. Die sind erstklassig. Ja. Dann so das Beispiel vom Lehrer, das hatte ich vorhin erzählt, das Nichtkönnen als Desinteresse ausgelegt wird. Wenig häufig ist Ausländerfeindlichkeit, manchmal kommt es vor, also so aus der Rückmeldung von Jugendlichen. Bei Kindern ist es manchmal sogar nach meinem Eindruck ein bisschen stärker in Schulen und da scheinen Eltern auch hinten dran zu stehen. Ja. Das ist natürlich auch völlig fatal. Und alle unsere Kinder, die aus verschiedenen Ländern kommen, wollen dazugehören und respektiert werden. Vielleicht ist es auch hilfreich zu sagen, also es gibt so eine grundlegende Botschaft, die Sie genauso gut vermitteln können wie ich. Du bist okay, so wie du bist, mit all deinen Schwierigkeiten, mit deinen schmerzlichen Erfahrungen, die dazugehören. Und wesentlich ist auch, dies zu sagen, also wie du heute noch reagierst, wie dein Körper manchmal reagiert oder wie deine Seele reagiert, das ist normal, du bist nicht verrückt. Ja? Anderen traumatisierten Menschen geht es ganz genauso, gar nicht anders. Und auch zum Schluss irgendwie so die Hoffnung vermitteln, das wird besser werden. Und es ist auch de facto so. Hier werden dann Beispiele, ja, wie Begegnungen gestaltet werden können. Gerade auch im Rahmen der Therapie ist mir die Transparenz enorm wichtig. Wenn ich also, wie ich eben davon gesprochen habe, ein Seitengespräch führe mit dem Dolmetscher, will ich den Dolmetscher anschließend alles zu übersetzen und den Klienten zu informieren über das, was wir gesprochen haben. Es kann auch über irgendwas Belangloses sein. Also das transparent zu machen, damit er nie das Gefühl hat, also was reden die jetzt da über mich möglicherweise. Und das ist so das Grundanliegen, was eben auch bei Kindern und bei jungen Jugendlichen oft zum Thema wird. Wieso ist der Lehrer nicht menschlich? Wieso geht der so mit mir um? Wieso sind die Nachbarn so oder so? Das ist erstaunlich, also auf welch hohem Niveau auch die Gespräche dann geführt werden können. Und da gibt es dann auch eine Offenheit gegenüber Religionen häufig, eine große Toleranz. Da gibt es keine Diskussion, was ist besser, christlich oder muslimisch, sondern es kommt darauf an, dass wir gut miteinander umgehen. Ja? Und es ist ja egal, ob ich ein Muslim bin und Sie ein Christ sind oder wie auch immer. Also das ist auch etwas, was mir sehr gefällt, was mir imponiert, wo ich manchmal denke, da haben wir zu wenig öffentlichen Dialog auch drüber. Das darf schon auch noch wirklich mehr werden. Ja. Fehlt irgendwas Wichtiges dabei? Was heißt da Prinzip der Transparenz unter Freunden? Ja, also gerade wenn ich mit dem Dolmetscher irgendwas berede, ja, was jetzt mit dem Lehrer nichts zu tun hat, dass ich den Dolmetscher bitte erzähle, was wir jetzt gerade noch geredet haben. Ja. Und ich mache alles offen eigentlich gegenüber meinen Klienten. Das ist mir völlig wichtig. Ja. Deshalb zum Beispiel auch, wir haben einen Fall, da soll die Mutter soll betreut werden, die ist körperlich schwerst krank und die 18-jährige Tochter, die hat immer wieder sich gekümmert auch darum. Und die Leute im Sozialamt gemeint, die Tochter soll jetzt mal da rausbleiben, soll sich jetzt mal für sich sorgen, ihren Weg gehen und so. Und mein Gedanke war, nein, diese Tochter hat bisher sich gekümmert. Wenn die jetzt die Botschaft nur von den Eltern bekommt, was die erfahren haben im Sozialamt, ist das nicht genügend transparent. Wer weiß, ob die Eltern irgendwas falsch verstanden haben. Lass lieber dabei sein, ja, bis die Situation gut aufgegleist ist. Was die Mama eine Tagesbetreuung kriegt oder wie immer auch, weil das war auch ihr Anliegen. Also das wäre für mich auch Transparenz in der Familie dann, dass alle Bescheid wissen, wie der Stand ist jetzt. Passt das? Gut. Ich habe noch eine Frage. Ja. Also, das ist jetzt nur so Rande erschienen. Also, diese gesellschaftlichen Unterschiede, die spielen da keine große Rolle? Das ist eine sehr gute Frage. Was das Seelische angeht,
spielen die keine so große Rolle, ja, wenn es um die therapeutische Situation geht, spielt es nicht so eine große Rolle. Letztlich spielt es doch eine große Rolle, weil man anders verankert ist, zum Beispiel in der Religion. Ja, die Bedeutung von Blickkontakt lernen sollte. Was ich interessanterweise immer wieder auch erfahre, ist, meinetwegen mir fällt in der Therapie ein Sprichwort ein. Und dann bin ich es dem Klienten an. Habt ihr ein ähnliches in Syrien oder in Afghanistan? Das staune ich, wie viele Ähnlichkeiten es gibt. Ja. Manchmal fast wörtlich gleich auch. Ja. Und denke, ja, da gibt es auch keinen großen Unterschied. Ja. Und trotzdem sensibel zu sein, auch gerade bei Religionen, also was ist denen wichtig, was ist nicht so sehr wichtig. Jemand, der sehr unterdrückt worden ist, und aber viele haben zum Beispiel eine eine sehr religiöse Haltung, ja, die sie mitbringen. Und Religion ist enorm wichtig für sie. Jugendliche beten dann auch 5-mal und ähnliches. Und wenn jemand sehr unterdrückt worden ist und ich so ein Bild reinbringe, dann lass uns doch mal mit Allah reden, was da jetzt zu machen ist, ja, ist es manchmal wie befreiend. Ja. Diese Autorität ist so weit oben gewesen bislang, das konnte er sich überhaupt nicht vorstellen. Aber mit dem Gedanken, ist es nicht so, dass Allah alles sieht, auch jetzt, was wir zwei gerade da, der kriegt ja gerade alles mit. Ja. Warum soll man da nicht mal fragen? Und also auch so dann zu schauen. Und dann ist es eigentlich auch ein ähnliches Thema, wie wir es hier mit europäischen Klienten oder im ganzen westlichen Bereich auch haben. Ja. Wo sehen Sie wichtige Punkte, ja, wo wir genau darauf achten müssen? Vielleicht kommt auch von Ihnen aus Ihrem Erfahrungsbereich einiges. Ja, ja, jetzt noch in der Schule, diese gesellschaftsspezifischen Gegebenheiten oder Gepflogenheiten, können die dazu beitragen, dass dann die Kinder schneller stigmatisiert oder traumatisiert werden, weil das im schulischen... Da sehe ich keine Traumatisierung, also das, sondern da sehe ich eher Ärger bei einer jungen Frau, die zum Beispiel der Lehrerin ganz ruhig sagt, wieso schreien sie eigentlich so? Und dann flippt die nochmal aus. Ja. Wer ist denn da souverän? Und wer ist dann bei sich? Die Lehrerin gewiss nicht. Ja. Und die kommt dann zu mir und erzählt es auch ruhig, die ist dadurch nicht traumatisiert worden. Ja. Aber sagt, was ist das hier? Ja. Keine souveränen Erwachsenen. Das kennen Sie in Ihrer Gesellschaft, in Ihrer Gruppe anders. Ja? Da treten Männer als Männer auf, Frauen als Frauen. Und ich darf immer wieder, bin eingeladen zu essen oder so. Ich staune dann auch über die Kultur am Tisch. Dann hat auch die Frau den Vorsitz und entscheidet. Der Mann sitzt neben mir, ja? Und wir kriegen aufgelegt von der Frau oder so. Also ganz spannend, wie da diese klare Trennung und trotzdem in einem sehr guten, liebevollen Einvernehmen auch stattfinden kann. Da bin ich vor allem immer wieder überrascht, also wie liebevoll es in diesen Familien oft zugeht. Und wenn Kinder von geflüchteten Familien bei uns im Wartezimmer warten müssen, weil die Mama in Therapie ist, sie glauben nicht, wie gut das geht.